Es geht wieder los und damit herzlich willkommen zum Saisonauftakt der GT4 European Series. Mit dem Qualifying 2x20 Minuten werden wir sehen. Rekordstarterfeld von 48 Autos hier in der GT4 European Series. Wir sehen gerade nochmal den Blick über Imola. Wir haben ja 14,7 Grad Asphalttemperatur. Entgegen der Wetter-App 48% Regenwahrscheinlichkeit, aber ich kann Ihnen sagen, aus meiner Kommentatorenkabine momentan ist der Himmel blau und die Sonne kommt raus. 48 GT4-Autos am Start und das der Blick in die Boxenstraße rein mit Pascal Gibbon, Akkodis ASP-Team, die sich ja vor ein paar Tagen umgenannt haben von Acca ASP in Akkodis ASP-Team, die alleine 4 Autos, nämlich der Marke AMG, hier an den Start bringen. Ja, wenn wir von Imola reden, reden wir von 4,9 Kilometer Strecke bergauf, bergrunter. Highspeed und technisch sehr anspruchsvoll ist Imola mit seinen insgesamt 19 Kurven und Variante Villeneuve, Tossa, Piratella, Acqua Minerale, Variante Alta, Rivazza, Variante Bassa. Das eben halt die klangvollen Namen und natürlich auch unvergessen Tamburello, die ja umbenannt worden ist, Variante Tamburello. Nach dem tragischen Schicksal 1994. Aber wir sind bei der GT4 European Series und eine kleine Änderung gibt es in diesem Jahr, dass zum Beispiel die Pro AM Teams der Pro als Erste fahren muss. Das ist so, um für den Amateur vielleicht das Auto noch ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen einzustellen. Roman Monti im CMR, aus der CMR-Mannschaft sehen wir dort im Toyota. Nicht mit dabei vielleicht die Fans von Team Speedcar mit Robert Cosani, Benjamin Larecher im Audi 8 LMS GT4, die im Silver Cup starten wollten. Die haben leider am Mittwoch schon beim freien Training, beim freien Fahren das Auto so zerstört, dass es nicht mehr zu reparieren war. Vincent Gisi, Hella Pagid Racing Mannschaft, die Mannschaft vom Nürburgring und rund um Martin Kolas, der 3 Autos aus dem Hause Aston Martin hier an den Start bringt. Vor allen Dingen muss man auch sagen, jemand, wo ich ganz, ganz gespannt bin, nämlich aus Keaton Koch, der Amerikaner. Da hat mir der Martin Kolas gesagt, ein ganz, ganz schneller Mann. Und da werden wir natürlich dann auch ganz besonders auf die Startnummer 5, Team Spirit Racing, Power by Racing, Mann, so will ich das nennen, mal beleuchten. Alter Bekannter, W&S Motorsport im Porsche Cayman, Hendrik Strill, auch der Pro-Fahrer hier auf der Startnummer U38. Von Hendrik Strill wissen wir ja, tja, der braucht eine Runde und dann werden wir mal sehen, ob er dann ganz vorne steht. 20 Minuten, das ist nicht viel. Wir haben heute Morgen beim freien Training der GT World Challenge, da gibt es schon den ersten Dreher. Und ich wollte gerade sagen, viele Dreher bei der World Challenge gehabt. Und da gibt es dann eben halt auch direkt mal mit der 32 beim Rausfahren. Celestac Racing, Jean-Luc Bretz, John Wannerum, ja, leider auch schon hier komplett den Dreher, aber das sei den vielleicht kalten Reifen geschuldet. Heute Morgen die Strecke an vielen Stellen noch feuchte Flecken gehabt. Das war für die World Challenge ein bisschen trickreich. Lag auch nicht so viel Gummi auf der Strecke, aber der Gummi sollte jetzt vorhanden sein. Und wir sehen natürlich bei 48 Autos Rekordbeteiligung bei der GT4 European Series. Und da werden wir wahrscheinlich in der Wiederholung nochmal den Dreher sehen. Ganz genau das ist es. Das ist einfach eine kalte Hinterachse gewesen. Nichts anderes, aber damit heute Morgen auch die World Challenge ein wenig zu kämpfen gehabt. Und sind wir mal gespannt, wer hier die Messlatte im ersten Qualifying hochlegt. Die GT4-Autos, muss man sagen, ja, gestern noch mit Marius Zug unterhalten. Das sind nicht unbedingt Autos mit einem immensen Abtrieb. Absolut leistungsstark, leistungsstark. Von der BOP her versucht man, und das macht die SRO, die Stefan Rattel Organization, perfekt, alle auf dem gleichen Leistungsniveau. Und hier muss man auch, wie in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, auch mal so ein bisschen das Bein in die Tür reinstellen, um zu überholen. Ja, auch hier Russan Otomotiv Motorsport, die beiden, die türkische Mannschaft mit den beiden BMW M4 GT4. So ein bisschen auch in den vergangenen Jahren, wenn ich mal so 2019, 2020 beleuchte, ja, hat so ein bisschen das Lager der BMWs ein bisschen nachgelassen. Dominiert natürlich auch hier mit Luke Ibanez, NM Racing Team mit der 15. Die AMG-Mannschaften hier im Starterfeld unstark vertreten, muss man auch sagen.
Aston Martin ganz groß hier rausgekommen. Sind wir gespannt. Wir haben auch die Pro-Sport-Mannschaft mit am Start, die wir noch nicht im Bild hatten. Aber da gab es dann gestern Abend auch schon, ich habe es da nicht mehr ganz verfolgt, wie sie dann ausgegangen sind mit der 24, mit Hugo Sasse und Mike David Ortmann. Wir reden da von dem 24er Aston Martin. Ja, da musste man hat vermutet, gestern Abend oder gestern Nacht den Motor noch wechseln. Ich hoffe, das haben sie hinbekommen, während wir gerade ja die 24 da schon im Bild gesehen haben. Wir sehen einen Aston Martin, Racing Spirit of Lehman, Tom Kenning mit dem 19er Aston Martin. Und ich sage mal, diese 20 Minuten Qualifying sind nicht sehr viel. Aber man muss natürlich, und die Erfahrenen aus der GT4 Europameisterschaft, man kann jetzt auch nicht fahren ununterbrochen, denn nämlich den Reifen, den die drauf haben, damit muss nämlich der Teamkollege auch noch gleich das sein Qualifying fahren. Also ist es so eine Mischung aus Team Spirit, natürlich eine schnelle Runde in dem Asphalt zu brennen, und wir haben momentan mit der 87 die Bestzeit im Moment mit 204. Das ist die Startnummer und 87. Jim Pla ist es. Das ist Jim Pla mit Jean-Luc Brabion, den Franzose mit der Mercedes AMG aus dem Team Akkodis ASP. Und da sehen wir auch gerade das Auto mal ganz kurz im Bild. Es geht aber hier rauf und runter. Ich sage mal, man kann hier vielleicht unter 2 Minuten fahren, denn momentan wächst es an der Spitze mit der 110. Ist es Autosport GP mit Simon Thiermann und Pierre Sanchez mit dem Alpine A110 GT4, der momentan ja der schnellste halt ist. Und da sehen wir nochmal im Bild Jim Pla. Akkodis ASP-Team, die Umbenennung vor einigen Tagen von diesem Team. Vielleicht hat man 2, 3 schnelle Runden. Dazu muss man aber bei 48 Autos, und das sehen wir ja, das ist jetzt momentan ein Rush-Hour auf der Strecke. Auch natürlich, und da helfen die Renningenieure, die sagen, jetzt hast du eine freie Runde, du hast keinen Verkehr vor dir, denn wir haben auch ein paar Neulinge mit dabei. Auch mal erstmal eine freie Runde überhaupt finden bei diesem großen Starterfeld, und von der Leistungsdichte, ich habe schon gesagt, sind alle relativ gleich. Aber die GT4 Europameisterschaft immer begeistern, das sind immer Kämpfe beim Rennen, das ist auch mal, ja, und das können die Autos vertragen, ein bisschen Lack- oder Folienaustausch in dieser Rennserie, denn die ist wirklich hart und kämpft. Und das ist ja auch die Empfehlung, wenn man hier ganz vorne fährt, die Empfehlung vielleicht in 1, 2, 3 Jahren für die höhere Klasse, für die World Challenge. Ich nehme immer gerne als Beispiel Marius Zug, der 2019 mit Gabriele Piana hier im BMW M4 gesteuert hat, der an diesem Wochenende auch sein Debüt hat bei Atemto Racing im Audi A8 GT3. Aber bleiben wir hier bei der GT4 European Series im Rahmen der GT World Challenge hier aus Imola. Da sehen wir einer der Alpine A110 mit der 29 im Moment, Mirage Racing mit Alban Lagrand und Frédéric de Brabant. Alpine A110 mit 1,54. Ich habe vorhin gesagt, wir werden was unter 2 Minuten sehen. Mit 1,54 habe ich im Moment mal überhaupt hier nicht gerechnet, zumindest hier nicht in der Anfangsphase, aber man kann sich hier keine Zeit lassen. Sie sehen es oben am Zeitenmonitor, 12 Minuten 15 Sekunden, mehr hat man nämlich nicht mehr, und hier muss man ja alles geben. Hier kann man auch noch nicht mal mehr vorsichtig sein und sich mal so langsam rantasten, denn es sind nur diese 20 Minuten. Dazu, es wird ja auch mit Pirelli Einheitsreifen gefahren, auch dann vielleicht noch seinen Reifen hier zu schonen, nämlich für den Teamkollege, der dann nach 10 Minuten Boxenzeit, Standzeit dann im zweiten Teil des Qualifyings fahren wird. Wir haben 3 Klassen. Zum einen wird dann eben halt gefahren im Silbercup. Es wird gefahren in der Klasse Pro AM und es wird in der AM-Klasse gefahren, also der reinen Amateurklasse. Diese 3 Klassen gibt es. Mehr gibt es bei der GT4 European Series nicht. Wir schauen mal aus deutscher Beteiligung, aber der Monitor läuft dann hier wirklich rauf und runter.
sehe ich da unter den ersten 10 im Moment gar nicht. Wir sehen Nico Verdong, den Belgier, mit der 25. Der kommt ja aus der Pro-Sport-Mannschaft. Ebenfalls mit den Aston Martin AMR Vantage GT4. Mit einer Zeit von 1,50,9. Momentan dann aber schon wieder auf die zweite Position. Da ist er. Auf der Verfolgung Richtung Alpine, der 13. Ja, schwierig für alle. Es wird immer geräubert über die Curbs, das haben wir gerade gesehen. Gerade oben im Bereich Aquaminerale haben wir heute Morgen beim freien Training schon gesehen, dass die GT3-Autos wirklich die Curbs voll mitnehmen. Das ist vielleicht mit dem GT3 machbar, aber hier sehen wir auch natürlich, man muss mit Roberto Monti natürlich die Curbs mitnehmen. Jeder Zentimeter wird genutzt und klar haben die Autos Leistung, aber im Grunde ist auch hier, man muss das Auto rollen lassen, nämlich rutschen in Form von Unter- und Übersteuern, da verliert man Zeit. Das Übliche mit der Lichthupe, das hat mal vor ein paar Jahren funktioniert, um den Vordermann nervös zu machen, aber man sieht natürlich auch, dass man hier guckt, noch teilweise Tempo rausnimmt, um diese freie Runde hier hinzubekommen und ist im Momentan bleibt so ein bisschen wie angeklebt. Die Alpine A110, der 13er Alpine ist es, Arcadia Racing mit Jean-Boris Schleyer und Pierre-Louis Chauvet, die an der führenden Position mit 1,50 sind. Und schon habe ich nicht ganz den Satz ausgesprochen, Jim Pla mit der 87 in der führenden Position im Moment der AMG Mercedes. Und das ist die 88er GT4. Nico Verdong auf zweiter, Jim Pla mit dem 87er Auto auf der dritten Position. Und so ein bisschen, ja, ich versuche mal unsere deutschen Piloten rauszufiltern. Markus Lundstrass mit dem Aston Martin von Racing One auf der 18. Position. Denn der Markus Lundstrass ist ja auch kein Nasenbohrer und ja schon seit einigen Jahren auch in der GT4-Meisterschaft unterwegs. Team Spirit Racing mit Hendrik Pettersen, das ist sein Teamkollege. Aber da wird er momentan auf der gesamt 20. Position zurückgereicht. Da sind wir mal gespannt. Und da sehen wir einer der K-Männer. Wir sehen auch hier mal dieses wirklich Untersteuern, dieses Rausrutschen dieser Autos. Vielleicht hat Imola noch nicht so ganz wirklich den Grip gefunden nach dieser langen Winterpause. Und man sucht in diesem Feld wirklich die freie Lücke. Es ist mit Sicherheit gar nicht mal so einfach, die im Moment bei 48 Autos zu finden. Markus Lundstrass, die 18, der 18er Aston Martin, vorgefahren deutlich auf die 5. Position. Da sind wir mal gespannt, ob vom Lundstrass noch was zu sehen ist. Ich suche mal den Kollege Hendrik Still. Ja, wir haben ihn dann vorhin mal hier beim freien Training neben mir gehabt. Und Allied Racing, die 22 mit dem Porsche Cayman GT4 SCS Clubsport, so ist das, in die führende Position gefahren mit Vincent Andro Narko mit 1,48,8. Gefolgt von der AMG-Mannschaft mit der 81, der 81er AMG, ist es Arcodias, Eric Debon, Simon Gauchot auf der 2. Position. Damit schnellster Mercedes. 3. Position dann die 13, das ist die Alpine. Das ist dann Arcadia Racing mit Pierre-Louis Chauvet, der Franzose, das sind die ersten 3. Nico Verdong auf deutscher Sicht aus dem Pro-Sport-Mannschaft mit dem Aston Martin. Wir reden da von der Startnummer 25 auf die 5. Position vorgefahren. Und so viel Zeit mit 6 Minuten 45 Sekunden bleibt den Damen und Herren nicht, aber haben wir keine Lady an Bord. Da sehen wir nochmal ein Replay, diesen Dreher heute Morgen von dem 26er Auto. Das ist Team Full Motorsport. Das ist der Audi R8 mit den beiden Franzosen, Lison Bernot und Krull Salais.
Ja, und das ist der Blick dann eben halt in den Kommandoständen rein. Das ist der Kommandostand von Racing One, wenn ich das so richtig deute, oder hat man sich da eben halt verteilt, weil ich sehe da Hella Paget auf dem Overall. Tja, aus deutscher Sicht unter den ersten fünf. Im Moment keiner zu sehen. Nicht ganz so glückliche Gesichter gerade am Kommandostand zu sehen. Man überlegt natürlich. Es war auch im Vorfeld nicht auszumachen, wer ist in der GT4 European Series hier im Grunde der Polesetter. Werden uns hier die Kameras den 87er Mercedes zeigen. Jim Pla, Arcolis ASP-Team, der auf der zweiten Position mit 1,48,9 sich nach vorne geschoben haben. Und ich weiß, warum die Kamera da drauf bleibt. Denn er will unbedingt die Porsche-Mannschaft von Allied Racing mit Andronaco von der Spitze verteidigen. Es wäre momentan sowieso, wenn es so bleibt, für die beiden die erste Startreihe. Denn die hier fahren, werden auch dann heute Nachmittag im Rennen Nummer 1 der GT4 European Series auch hier den Start fahren. Nico Verdonk mit dem 25er Aston auf die siebte Position zurückgefallen. Und tja, ich bin mal gespannt, ob wir noch was von Hendrik Still sehen. Ob wir was von Martin Lungstraß sehen werden. Eigentlich die Deutschen, aus deutscher Sicht, die GT4-Asse. Aber momentan muss ich sagen, unter den Top 10 mal überhaupt nicht. Und wenn ich sage, unter den Top 10, können wir auch die Top 15, die ich gerade aufgeblendet habe, einfach mal sagen, nicht zu sehen. Sorry, Hendrik Still, 38, ist mit dem Porsche auf die 11. Position gefahren. Also nicht in die Top drin. Es bleibt Allied Racing mit dem Cayman Andronaca 1,48,8, gefolgt von Jim Pla mit 1,48. Da ist man gerade so ein Hundertstel zwischen P1 und P2 auseinander. Und Jim Pla, der wird es versuchen. Ja, aber im zweiten Sektor hat er Zeit verloren. Im ersten war er schnell. Ist immer noch an zweiter Position. Das wird in dieser Runde, ja, vermute ich mal überhaupt nichts geben. Durchschnittsgeschwindigkeit, die sehen wir da mit 223,9 km/h. Ja, und wir sehen auch, dass das Auto mit der Startnummer 21 unter Beobachtung ist. Und zwar war man nämlich mit Vincent Andronaca in der Boxengasse zu schnell. Das wäre natürlich bitterlich, das werden die Stewards nachher entscheiden. Aber momentan ist das Auto unter Beobachtung, weil einfach die Einfahrtsgeschwindigkeit in der Box zu hoch war. Natürlich fährt man zwei, drei Runden raus, boost dann in die Box rein, um den Luftdruck zu korrigieren oder neu einzustellen für dieses knallharte Qualifying. Ja, haben wir gerade einer der Hochsport Essen Martin kurz im Bild gesehen. Auch muss man sagen, mit David Ortmann, auch ein GT4-Spezialist, ein ganz schneller Mann, wissen wir aus Deutschland, von der Nürburgring-Nordschleife, wenn er dort Langstreckenrennen fährt, ist er dann gerade im Bild weggehuscht, ein ganz, ganz schneller Mann. Aber wie gesagt, man hat gestern Abend den Motor wechseln müssen. Ich hoffe mal, und so erfahren ist die Pro-Sport-Mannschaft rund um Christopher Esser, Dirk Theimann, den wir von Phoenix Racing noch kennen, unterstützt an diesem Wochenende die Pro-Sport-Mannschaft ein wenig, dass da alles rund gelaufen ist. Und da sehen wir dann nochmal eingeblendet Jim Pla, die zweite Position mit dem 87er AMG GT4. Aber die Porsche-Mannschaft Allied Racing rund um Besitzer Jan Kasperlik bleibt mit 1,48,8 im Moment die schnellsten. Hochgesprungen, den hatten wir nicht auf dem Schirm, aber erwähnt ist nämlich der Fünfer Aston Martin aus dem Hause Racing One, der unter der Bewerbung Team Spirit Racing läuft. Das ist dieser Keaton Koch, von dem mir Martin Kolas gesagt hat, auf den müssen wir ein Auge werfen. Der hat mich bei den Tests fürchterlich überrascht. Der war nämlich unheimlich schnell. Und hier sehen wir dann nochmal den 42er Audi R8 kurz im Bild eingeblendet. Das ist Centelog Racing mit Fabian Michel und Giorgio Gulver, diese Mannschaft, die sich hier dieses Auto teilt und an der gesamt 15. Position im Moment sind. Und wenn mal so die ersten 10 Plätze
so inne hat, ist man hier im Bereich von 1,1 bis 1,2 Sekunden Differenz. So eng ist dieses Starterfeld bei der GT4 European Series. Wir sehen Ibanez mit dem 15er AMG. Da raucht es aber hinten rechts. Da sieht so ein bisschen aus hinten rechts mit Reifenschaden. Natürlich, wenn man über den Curb räubert, kann man sich den Reifen beschädigen. Und das ist jetzt mal bitter, bitter böse. Da geht es jetzt ja, vielleicht auf die Wiese. Denn eins ist klar, wenn man jetzt mit diesem Reifen in die Box fährt, kann es auch sein, dass man sich das Auto beschädigt in Sachen Aufhängung. Und da sehen wir auch nochmal, warum das vielleicht war. Und Sie sehen hier in Aqua Minerale dieses Räubern über den ja doch relativ hohen Curb. Und dann geht auch schon so Reifen leider mal wirklich kaputt. Und da sehen wir eben halt Ibanez mit dem 15er AMG. Reifenschaden hinten rechts, nicht weiter passiert, aber natürlich ärgerlich. Dafür ist die Session vorbei für ihn. Für alle ist die Session vorbei, denn aufgrund, dass das Auto da in langsamer Fahrt ist oder sich wieder in Gang gesetzt hat, ist natürlich jetzt die rote Flagge draußen. Damit ist dieses Qualifying, das erste der GT4 European Series, erledigt. Nicht mit Überraschung, die man vermutet hat, aber man muss dann sagen, wenn es so bleibt, Glückwunsch an Allied Racing mit dem 22er Porsche, an Vincent Andronacca. Das würde dann die Pole Position sein und Glückwunsch, der teilt sich dann die erste Startreihe mit der 87. Man hört im Hintergrund die Freude mit Jim Pla im AMG GT4. Das wäre dann praktisch die erste Startreihe. Wir sehen da den 5er Aston Martin und das ist dann ja, die Mannschaft rund um Martin Kohlers, Team Spirit, Keaton Koch, der das erste Qualifying gefahren hat. Ich bin mal gespannt, ob Martin Kohlers heute Nachmittag mir sagt, ob er damit zufrieden ist. Sechste Gesamtposition. Vielleicht hat man da ein bisschen mehr erwartet. Wir sehen nochmal eine Wiederholung. Und guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn in CMR, in der Toyota Super GR Super GT4. Diese Springen auf zwei Räder, aber das sind Bilder, die wir beim Rennen sehen werden, die wir beim zweiten Qualifying sehen werden. Ja, da wird jeder Zentimeter ausgenutzt, aber mein lieber Herr Gesangsverein, also ich muss sagen, da war die Supra mal mächtig hoch. Da ist das Auto. Glückwunsch runter an Allied Racing. An Andronacca. Und damit hatte dann Jan Kasperlik dann doch recht, dass Vincent Andronacca wirklich ein ganz, ganz, ganz schneller Mann ist. Während jetzt natürlich dann Konstantin Drexler, einer der jungen Nachwuchspiloten bei Allied Racing, gleich das Cockpit übernimmt. Und der Jan sagte mir, ich muss da unten bleiben, um ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten. Was man jetzt eben halt macht, das ist vielleicht jetzt nochmal mit Sicherheit, was wir sehen, Luftdruck. Vielleicht auch dann auch nochmal ein bisschen was am Fahrwerk zu verstellen. Und da wird an dem 15er AMG natürlich das Rad gewechselt und geguckt, ob die Aufhängung nicht beschädigt ist. Man hat so knapp 10 Minuten Zeit und dann geht es rein ins zweite Qualifying. Aber schon erstaunt, wie eng es ist und wir sind auch erstaunt, hier eine freie Runde zu finden. Gar nicht mal so einfach. Gerade im Bild die 13er Alpine A110 GT4 mit Pierre-Louis Chauvet und Jean-Boris Schleyer, die Mannschaft. Und da nochmal das Bild über Imola, Allied Racing im Porsche, Akodis ASP-Team, die Zweiten, dann Simon Cachot im AMG. Keaton Koch, Racing One, sechste Position, denke mal, die Racing One-Mannschaft wird zufrieden sein. Nico Verdonk mit dem ProSport Aston nur an der 12. Position. Hendrik Still aus deutscher Sicht an der 14. Position. Mit dem Auto aus dem Hause Porsche. Mike David Ortmann, wo man den Motor gewechselt hat mit Hugo Sasse. Eigentlich ganz zwei schnelle Männer auf der 18. Position. Man kann bei 48 Autos zufrieden sein. Markus Lundstrass aus deutscher Sicht. 27. Position. Ich denke mal, da wird Markus Lundstrass nicht zufrieden sein.
mit dem 27er Aston. Aber natürlich ist diese Messlatte, und man braucht mittlerweile hier drei Seiten an Zeitenmonitoren, ist die Messlatte relativ hoch. Aus deutscher Sicht, Hella Paget Racing Mann, Sie sehen es, Vincent Gysi, Christian Gysi. Vincent Gysi, der Sohn von Christian Gysi, eigentlich gemeldet Christian Gysi und Ralf Kellners. Die Stammbesetzung auf dem Aston Martin, aber Ralf Kellners ist an diesem Wochenende verhindert. Der wird erst dann beim nächsten GT4-Lauf wieder die Mannschaft rund um Racing One hier verstärken. 48 Autos. Ja, und das muss man sagen, ist, was mich tierisch gefreut hat von V8 Racing. Dieses Auto, was, wenn das durch die Boxengasse fährt, was der Boller, dieser Chevrolet Camaro mit Dante Rampagne und Kenny Herremans, davon gab es mal 2018 zwei Autos, dann war mal Pause und dann gelesen habe, Mensch, er ist wieder da, V8 Racing. Also für mich in diesem Starterfeld, sorry, sei mir jetzt verziehen, aber dieser Sound, da bebt eben halt der Boxengassenboden. Herrlich, dass er mit dabei ist, aber leider konnte er sich so richtig beim Qualifying noch nicht in Szene setzen. Wir sehen die Arbeiten am 53er AMG. Christoph Roux, Pascal Gibbon, die Fahrer. Ja, und dann natürlich das Bild auf der die Mannschaft, die aus der ersten Startreihe heute Nachmittag starten wird, nämlich von Pole Position, der 22er Porsche von Allied Racing. Und wir sehen den jungen Mann, Konstantin Drexler. Man sieht aber auch die Nervosität von so einem jungen Nachwuchspiloten. Ich weiß, Marius Zug ist damals 2019 mit 17 Jahren. Der konnte noch nicht mal selbst zur Rennstrecke fahren. Der musste gebracht werden, ins Auto reinsteigen. Mal gucken, wie er seine Sache löst. Das Auto funktioniert, der Porsche Cayman. Das hat man dann gerade eben halt bewiesen mit Vincent Andronaca. Da sehen wir nochmal den 18er Team Spirit. Markus Lungstraß, Hendrik Pettersen, ebenfalls die Aston Martin Mannschaft, die dort auch schon bereit steht. Denn wir gucken mal, wann das Boxenfenster oder die Boxenampel wieder auf grün schaltet. Und mal gucken, wie hier die zweite Mannschaft in Form von Timen Nabours die Aufgabe im zweiten Qualifying lösen kann. Die Mannschaft rund um Racing One, die ja auch am Einsatz am Nürburgring in der Langstrecke den Ferrari 488 GT3 einsetzt. Wieder erwartend ist man froh, denn die Wettervoraussichten waren nicht gut für heute, für Imola. Jetzt ist es noch trocken, ist zwar ein bisschen kalt, aber gestern Abend hat der eine oder andere schon geguckt, denn man hatte 95% Regenwahrscheinlichkeit. Und ja, bei Regen, es gibt die gerne fahren, aber der große Teil, den ich gesprochen habe, sagt, mein Gott, bloß nicht beim Saisonauftakt Regen, das brauchen wir nicht. Der Wettergott hat hier in Italien mitgespielt. Der 26er Audi R8 ist auch startbereit. Aber ich muss auch sagen, ich habe für Team Full Motorsports, ich habe schon andere Qualifyings gesehen. Es war, bis auf den Reifenschaden oder Andrea, relativ ruhig. Und wir fangen an mit dem Qualifying Nummer 2 im Silbercup im Pro AM. Die Pro-Fahrer haben das erste Qualifying gefahren. Jetzt sind die Amateurfahrer dran. Das die neuen Regeln in diesem Jahr. Und natürlich dann auch die Amateurfahrer aus den Amateurklassen. Diese drei Klassen gibt es. Das hatte ich schon gesagt. Schauen wir mal, wie dieses zweite Qualifying mit 48 Autos ausgeht. Das erste, ja, ich würde mal sagen, weniger spektakulär. Aber es ist halt der Saisonauftakt. Und da sehen wir wieder das Gewusel, das Rausfahren. Jetzt erstmal wieder die Einheits-Pirelli-Reifen auf Temperatur bringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach bei den kalten Asphalttemperaturen. Und gerade für die Neulinge, einen Reifen auf Temperatur zu bringen und anzufahren, will auch gekonnt sein. Denn man hat ja in diesen 20 Minuten eigentlich nicht viel Zeit. Und das ist ja auch die Kunst zu sagen, ich brauche eine Runde, bis alles stimmt auf dem Reifen, auf dem Pirelli-Reifen. Dann brauche ich eine Runde, auf Speed zu gehen. Und die dritte Runde, möglichst eine freie Runde zu haben. Aber 48 Autos und 4,9 Kilometer aus Topspeed anbremsen, teilweise Aquaminerale mit ja, knapp 100 km/h geht die zu fahren mit den Autos. Eine schwierige Aufgabe. Und da sehen wir den Hella Paget Aston Martin gerade im Bild, im Langsamerfahrt. Und
Und ich sage Ihnen, die Renningenieure an den Bildschirmen, die beobachten auch die Vorderleute. Und da wird gesagt, lass dich zurückfallen, mach ganz, ganz langsam. Und die sagen auch, jetzt kannst du los. Denn als Fahrer in den Autos weißt du nicht, wie viel Verkehr vor dir ist. Und das war ja auch so ein bisschen die Diskussion immer, mein Gott, hoffentlich habe ich eine freie Runde eben halt. Hoffentlich bekomme ich das hin. Schauen wir mal, im Moment noch keiner eine absolvierte, zeitgezeitete Runde gefahren. Während wir im Bild den 14er Audi A8 haben von Centelog Racing, die ja auch parallel in der GT World Challenge starten. Auch hier Centelog Racing mit zwei Autos am Start. Aber auch sehen wir hier in langsamer Fahrt Erwan Baston und Roy Meyers, die beiden, der eine Franzose, der andere Amerikaner. Das Auto startet dann im Silbercup. Aber das ist jetzt mehr oder weniger ein Randtasten. Wir sehen die Schlangenlinien fahren. Das ist ein Warmfahren der Reifen. Natürlich hat Imola auch, wenn ich dann sehe, die Zufahrt, wenn man dann aus der Piratella kommt, dieser schnelle Rechtsbogen, dann geht es ja Richtung Aquaminerale ein bisschen bergauf. Das sind so was Windekurven. Oh, und da ist die 19. Racing Spirit of Lehman. Akhil Rabindra und Tom Kenning, die beiden Piloten. Und das sieht mir nach einem Dreher aus. Tja, das ist das, was heute Morgen war, diese kalte Hinterachse. Und er hat aber mächtig Glück, wie er dann mal versucht hat, rauszukommen, dass er nicht da in den Reifenstapel reinfährt. Aber das ist jetzt erstmal schwierig, denn jetzt muss der Dreck von den Pirelli-Reifen jetzt erstmal runter. Aber die Bilder haben wir heute Morgen schon ab 9 Uhr gesehen. Und diese Dreher mit der kalten Hinterachse, da bist du so überrascht. Und dann ist erstmal die Runde hin und wir sehen wieder noch die 14, wo man hier wirklich mit dem R8 erstmal in langsamer Fahrt ist. Und wir sehen aber auch wieder die Schwierigkeit, hier was Freies zu finden. Und momentan, sorry, es gibt hier bei mir im Grunde noch gar keine Rundenzeit, was mich jetzt ein bisschen wundert. Sektorzeiten sehe ich auch nicht. Da sind wir mal gespannt, was wir gleich sehen, wer dann über Start und Ziel kommt. Aber das sieht mir aber verdammt langsam aus. Das muss ich echt mal sagen von der 14. Das ist nämlich jetzt schon, ja, mich wundert keine gezeitete Runde, das ist schon die zweite, die hier gefahren ist. Ja, und dann geht es dann runter, Variante Alter, dann in Rivazza rein. Dieser mehr oder weniger Doppel-Links-Knick. Ja, auch Keystone GT mit dem McLaren 570S. Adam Carroll und Timothy Wall, die beiden Piloten auf dem Auto. Auch das muss ich ganz ehrlich sagen, sieht nicht schnell aus. Und dann habe ich aber jetzt die erste Zeit. 202,178 geht an den 18er Aston Martin, an Henrik Pettersen, Markus Lungstrass. Alle Achtung an Henrik Pettersen, der hier Team Spirit bei Racing One ja mal in die schnellste Runde gefahren hat. Im Moment 2:02. Zweite Position. Dann mit 2:03, 1,8 Sekunden langsamer. Das ist die Startnummer und 50. Dritte Position geht an die 14. An Centelog Racing, an die R8-Mannschaft mit Erwan Bostra am Steuer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig Zunder im Moment ist bei diesem Qualifying nicht drin. Das sieht mir so etwa nach einem bloß nichts kaputt machen aus, wie wir hier gesehen haben. Centelog Racing, der zweite Audi R8 mit Anthony Viltior und Oliver Esteves, die beiden Franzosen. Das war auch wieder ein Rausrutscher. Es sind ja auch einige neue mit in den Cockpits, neu in den Teams. Und für viele ist das ja auch komplettes Neuland im Moment.
Und Saisonauftakt mit Imola, mit einer fantastisch schönen Strecke, aber mit einer technisch auch sehr anspruchsvollen Strecke, ist das alles gar nicht mal so einfach, hier das jetzt hier auf den Punkt zu bringen. Und eins ist auch klar, bloß nichts kaputt machen. Denn man hat ja heute Nachmittag dann noch das erste Rennen. Aber ganz ehrlich, ich finde es wirklich verhalten. Und David Ortmann, da ist er nämlich. Mike Ortmann an der 5. Position mit der 24. Mike, David Ortmann, Hugo Sasse zusammen. Pro Sport. 5. Position. Ja, endlich. Da geht's nach oben. Ist aber schon wieder zurückgefallen auf die 8. Position. Und jetzt lässt man so ein bisschen vielleicht die Katze aus dem Sack. Aber dann wirklich nicht wirklich so richtig. Wildes Hupen mit der 110er Alpine. Simon Thielmann, Pierre Sanchini. Im ersten Sektor schnell unterwegs gewesen. Sehen immer das Räuber in Richtung Aqua Minerale da oben hoch. Über die Curbs fahren, aber wir haben vorhin ja auch gesehen, ruckzuck ist ein Reifen kaputt. Dieses Räubern über die Curbs, dieses Springen, Lichthupe, nervös machen. Ist momentan drittplatziert, damit 1,55,5 würde zweite Startreihe bedeuten. Und der ist richtig schnell unterwegs. Die 110er Alpine ist mal richtig schnell unterwegs. Naja, jetzt wird man ein bisschen von dem 18er Aston Martin eingebremst. Da kann man überhaupt gar nichts für. Hat vielleicht ein bisschen Zeit gekostet. Aber immer noch schnell im zweiten Sektor. Sehen wir, Magenta unterlegt. Schauen wir, wenn er über Start und Ziel kommt, wo er dann auftaucht. Aber ich sage Ihnen, liebe Freunde, die erste Startreihe mit der 29 und der 55 ist im Moment Alpine. Was für eine Überraschung. Und da sehen wir den Zweitplatzierten, den 55, die 55er Alpine hier am Start. Alle Achtung, damit hat man selbst im Fahrerlager gestern absolut nicht gerechnet, dass Alpine so stark ist. Aber so ein bisschen wird die Reihe gesprengt. Tja, und jetzt ist es dann Aston Martin, der momentan führt. Nämlich der 10er Aston Martin mit Racing Spirit of Liemann, mit Konstantin Lachenauer und Gus Baus. Die beiden wieder in langsamer Fahrt, die nächste Alpine dort zu sehen. Ganz, ganz schwierige Nummer. Und wir haben noch gut und gerne 10 Minuten hier im Qualifying. Wir sehen dieses Springen immer. Also da kennt man keine Gnade hier mit dem Auto. Man ist mit dem 55er Alpine auf die gesamt 4. Position zurückgefallen. Laurent Rogan, der Pilot. Aber so stark hat man wirklich dann die Alpin-Mannschaften, die sind richtig gut dabei, nicht eingeschätzt. Ja, geht rauf und runter. Die 13 ist es. Blinken vor Freude. Arcadia Racing, Jean-Paul Schleyer, Pierre-Louis Chauveux, Alpine A110, 1,49,9. Damit ist man
die Bestzeit gefahren. Aber das ist ja mal jetzt hier Racing Spirit of Lehman. Aston Martin Mannschaft. Konstantin Lachenauer, Guys Bo, führende Position. Da ist es gerade umgesprungen. Die 13 ist auf der zweiten Position mit der Alpine. Naja, jetzt versucht man vielleicht in den letzten 8 Minuten noch irgendwas zu zaubern. Da sehen wir gerade mal Aston Martin aus der Racing One Mannschaft. Und da haben wir die 10 im Bild. Racing Spirit of Lehmans. Oh nein. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt mal rot gibt. Wer es zu sehen war, wer da verunfallt ist, auch nicht zu erkennen. Jetzt ist erstmal wichtig, die Meldung zu kriegen, dass da dem Pilot da nichts passiert ist. Und ich habe es vermutet. Oh Mann, rote Flagge. Qualifying-Abbruch bei verbleibenden 7 Minuten und 28 Sekunden. Und das Gute ist jetzt einfach mal, dass die Uhr oben stehen geblieben ist. Das ist für alle jetzt gar nicht mal so einfach. Jetzt geht es erstmal darum, dass nichts passiert ist. Aber das ist, was man nicht gebrauchen kann. Denn jetzt fährt man in die Boxenstraße rein. Jetzt bedeutet es eben halt wieder, dass die Pirelli-Reifen wieder runterkühlen. Und dann fängt das Spielchen von neuem an. Oh, was ärgerlich, wo man jeden Kilometer gerade beim Saisonauftakt in Imola braucht. Und die GT4-Europameisterschaft ist knallhart. Kaum Abtrieb. Man kann hier dann beim Rennen auf der Bremse vielleicht mal den Fuß in die Tür stellen. Oh, zumindest, wir wissen nicht, wer es ist, zumindest gute Bilder, gute Nachricht, nichts passiert. Man ist mit Sicherheit stocksauer über sich selbst, aber der Abfluss muss heftig gewesen sein. Und vielleicht kriegen wir das vielleicht in irgendeiner Form im Replay, in der Zeitlupe nochmal rein. Tja, das ist das, was wir eigentlich nicht sehen wollten. Im Moment Centerlock Racing mit dem Audi R8, dem 14er Auto mit Erwan Bastian, führende Position. Ich glaube, wenn ich das beurteilen kann, das gab ein Missverständnis dort. Das gab ein Missverständnis. Allard Racing, ein 22er Porsche. Lieber Jan, wo sind wir ausgekommen? Auf der 17. Gesamtposition ist man reingefahren. Natürlich bleiben jetzt alle in den Autos sitzen. Natürlich macht man jetzt irgendwas noch an dem Luftdruck. Mehr kann man eben halt nicht machen. Und man hofft natürlich, da die Uhr stehen geblieben ist und es noch 7 Minuten 28 Sekunden sind in dem zweiten Qualifying, hat man noch die Chance, sich irgendwo nach vorne zu fahren. Aber natürlich schwierig. Aus deutscher Sicht erfreulich. Pro Sport Racing mit Mike David Ortmann zusammen mit Hugo Sassel, sein Teamkollege, mit dem Aston Martin, damit der schnellste Aston Martin, an der zweiten Position vorgefahren. Ja, unter Beobachtung ist Auto Nummer 36 und Auto Nummer 81, die werden von den Stewards untersucht. Und jetzt wartet man einfach nur noch, dass man das Qualifying freigibt. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis man da oben die Strecke gesäubert hat, das Auto weggezogen hat. 81 im Bild. Der AMG Mercedes Arcodias ASP-Team. 4 Autos hier nach Imola in die GT4 gebracht. Ja, das Winken, klar, fröhlich. Man freut sich. Man würde sich noch mehr freuen, wenn man da ganz oben steht.
Mike David Ortmann, ich habe gesagt, zweite Position, deutscher Sicht, gehen wir mal weiter runter. Wer ist noch interessant? Ja. Hella Packet Racing One, Christian Gysi. Auf der gesamt 14 Position ist okay bei 48 Autos. Absolut. Man wusste, dass es schwierig wird. Und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, die freie Runde. Ja, das wird noch dauern. Das ist nicht von jetzt auf gleich da weg, das Auto. Definitiv nicht. Und Sie sehen gerade, wenn Sie später zugeschaltet haben, das ist der Grund, warum das zweite Qualifying jetzt unter Rot abgebrochen worden ist. Die Uhr ist angehalten, also haben wir noch 7 Minuten und 28 Sekunden an verbleibender Zeit, sich vielleicht dann doch noch in die erste Reihe zu schieben. Aber momentan ganz vorne, wenn es so bleibt, ist dann die Startnummer 14, Centerlog Racing, Erwan Bastia mit dem Audi R8, der mit 1,49,752 die schnellste Runde in diesem zweiten Qualifying in den Asphalt, ja, ich kann ja nicht gebrannt sagen, aber gefahren hat. Den gibt es zu schlagen. Mike David Ortmann mit 1,49,9. Da ist man ja knapp 3/10 nur langsam im Aston Martin gewesen. Und auch hier ist es so, dass sich die Spitze, wenn man das Starterfeld komplett mal durchleuchtet, ja, man ist schon zwischen 1 bis 4 Sekunden auseinander. Nur schon ein Haufen Zeug. Also, man sieht natürlich auch bei dem Fünfer Team Spirit Racing, Keaton Koch und Tumin Naburs, Aston Martin Vantage, verfrorener Dinge, man kann noch lachen, während die 21 reinkommt, jetzt erst von der Strecke, ebenfalls der 21er Audi R8 mit Oliver Estevens und Anthony Belchior, ebenfalls Centerlog Racing. Die Box mit den ganzen Autos, 48 reichlich gefüllt. Marc Lopez, Team von Motorsport, sitzt da noch im R8, der im Silver Cup unterwegs ist. Da gibt es dann eben halt noch mit dem Teamkollege, der das erste Qualifying gefahren hat, natürlich eben noch der Informationsaustausch, vielleicht auch von der Strecke. Aber natürlich, je länger das dauert, fängt dieses ganze Spielchen mit den Reifen warmfahren, das kann ich Ihnen sagen, von vorne an. Und wir haben auch gesehen, dass man wirklich 2-3 Runden gebraucht hat, bis man da in irgendeiner Form überhaupt in Schwung kam. Denn die Qualifying 1 und auch 2, muss ich sagen, bisschen unspektakulär, dass man rausrutscht oder auch viel mehr rausgeschoben wird. Das passt. Erwan Brossian, das ist momentan der Pole-Setter, der schnellste. Den wir da gerade im Bild sehen. Tja, man weiß noch nicht und auch wir wissen hier oben nicht, wann es dann da unten wieder weitergeht. Aber das ist jetzt auch egal, denn die Uhr ist ja Gott sei Dank angehalten worden. Das heißt, es geht dann mit dem verbleibenden Zeit und vor allen Dingen hat man dann komplett die Zeit, das Qualifying dann eben halt auch zu Ende zu fahren. Ja, zumindest kann sein, dass man seitens der Rennleitung in den Teams schon wieder ein bisschen Informationen hat. Und wir hören mal, welche Interviewpartner wir unten stehen haben. Antoine, a small break in the proceedings there, but obviously you were out in the first session. What's it like out there? Yeah, the track is fantastic. The OD is good on this track. It's a big shame about the red flag because I think we can improve the lap time. But first season as a European Championship for me is fantastic. A lot of cars and very competitive. Yeah, it's very competitive. It's incredible. Thank you, Antoine. Bye. Ja, Anthony Beltros, einer der Audi 8 Piloten aus dem Centerlog Team. Werden wir da die 36 sehen.
Das Auto werden wir aber am Wochenende nicht mehr sehen. Code Racing Development, Louis Williger, Anthony Leclerc. Die Nummer ist gelaufen und Sie sehen jetzt auch wieder, dass die Autos Richtung Boxenausgang fahren. Also die Autos und die Mannschaften sind ja mit der Rennleitung eben halt verbunden und die wissen dann nämlich auch, dass es dann wieder losgeht. Die kriegen in den Autos auch das Kommando, bitte Richtung Boxenausgang vorziehen. Und ich sage mal, das wird jetzt eine ganz, ganz schwierige Nummer. Es sind ja nur noch die 7 Minuten 28 Sekunden. Jetzt stehen die alle hintereinander da. Und jetzt bitte vorstellen, da sind nur noch 47 Autos, jetzt wieder die freie Runde zu finden. Und wenn ich das sehe, 12.45 Uhr, kann ich gar nicht mal so glauben, das wären ja noch fast 10 Minuten. Aber bis 12.45 Uhr geht das Qualifying. Also, die Uhr läuft wieder runter. Und jetzt geht das Spielchen leider Gottes wieder von vorne los. Die Reifen sind kalt. Du kannst jetzt nicht die nächsten zwei Runden voll auf Angriff fahren. Das geht nicht. Ob es überhaupt noch einen Angriff geben wird auf den Centerlock R8 mit der Startnummer und 14 mit Erwan Bossian mit 1,49. Ich sage mal, die Pro-Sport-Mannschaft, die nur 2 Zehntel dahinter ist mit Mike David Ortmann, die könnte es noch packen. Das traue ich denen zu. Und da steht ja der momentan schnellste, der Pole-Setter, noch in der Box, drin im Auto. Bastian, der einfach jetzt wartet. Der hat nämlich keinen Grund, jetzt sofort in dem ganzen Tobabo und dem Gewusel mit rauszufahren. Der wartet jetzt erstmal ab, ob vielleicht noch ein Angriff kommt. Und das beobachtet das Team, der Ingenieur. Racing One, Hella Paget, die 5, der 5er, Aston Martin, geht auch wieder auf die Strecke mit Jim Nabur, der an der gesamt 4. Position im Moment stehen würde. Bedeutet 2. Reihe, da kann Martin Kolas hochzufrieden sein mit der Mannschaft auf dem 5er. Zack, abgewartet, Strecke ist frei, Kommunikation und da sehen wir jetzt die Bilder wieder. Reifen, Pirelli-Einheitsreifen auf Temperatur bringen. 5 Minuten 45 Sekunden, das ist nicht mehr viel. Und man muss ja auch sagen, das GT4-Auto, klar haben die Leistung, aber du musst dieses Auto, diese Autos rollen lassen. Ivan Jacoma, Centri Porsche Ticini, auch ein alter Haudegen, Ivan Jacoma in diesem GT4-Starterfeld. Also mich würde es überraschen, liebe Motorsportfans, wenn wir da an der Spitze noch wirklich eine Veränderung sehen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ivan Jacoma gerade im Bild mit dem Porsche 718, die Startnummer. Da macht man aber fair Platz aus dem Audi-Lager. Da muss er und da will er noch mal was versuchen. Ah ja, der erste Sektor hat nicht funktioniert. Ja, Kamera bleibt dann natürlich drauf. Die wittern natürlich den Braten, ob vielleicht die Porsche-Mannschaft hier sich nach vorne schieben kann mit dem neuen Porsche Cayman. Warten wir mal den zweiten Sektor ab, wie er da ist. Anscheinend hat er jetzt ein bisschen freie Fahrt da vorne. Zumindest zeigt das Kamerabild. Wenn es einer auch kann, ist es Ivan Jacoma. Ganz klar. Schon viele, viele Jahre im GT4-Sport dabei. Auch oben auf der Langstrecke einige Einsätze schon gefahren. Ganz erfahrener Mann. Dieses Räubern Aquaminerale. Da haben wir heute Morgen dann diesen Poller mehrmals fliegen sehen. Das ist bei der GT4 ja heute nicht der Fall gewesen. Man muss auch aufpassen, denn der Porsche hat natürlich vorne den 3-Wasserkühler, dass man den sich hier nicht beschädigt. Und die Regie wittert diesen Braten des 718er Porsche Cayman. Tja, das könnte eine Verbesserung werden, denn unter den ersten 25 ist er momentan, taucht er nicht auf. ...1,50,73... Das reicht gerade jetzt mal für die 8. Position, aber noch hat er 2 Runden zu fahren, hat jetzt vorne, glaube ich, einen der
Allied Porsche kämen vor sich. Da könnte man Windschatten ein bisschen spendieren. Lässt sich aber zurückfallen, Ivan Jacoma, der gesagt hat, da brauche ich gar nichts versuchen, das breche ich ab. Und hat vielleicht dann noch einen Schuss, wenn er jetzt über Start und Ziel kommt, vielleicht noch frei. An der Spitze ändert sich was in Form. In Form der Startnummer und 10. Racing Spirit of Lehman, Konstantin Lachenauer, Guy Boris ist der Pilot. 1,49,6. Und damit ist er 3 Zehntel schneller gefahren wie Erwan Bastian im Audi R8. Also hat es den Wechsel an der Pole Position im Moment gegeben. Mike David Ortmann, Pro Sport Mannschaft Aston Martin auf der 3. Position, wenn wir das mal aus deutscher Sicht sehen. Und der 5er Aston Martin mit Nabours Team Spirit Racing auf der gesamt 4. Position bedeutet im Moment die 2. Startreihe, wenn es dann so bleibt, was ich jetzt echt mal so ein wenig vermute. Audi auf 1 und dann 3-mal mit Ortmann Boss und Nabours Aston Martin und die schnellste Alpine ist die 13er Alpine auf der 5. Gesamtposition mit John Boris Schleyer im Moment am Lenkrad mit einer Zeit von 1,50,2. Tja, jetzt wissen wir auch, warum er so spät rausgefahren ist. 1,49,7. Da hat er sich praktisch die Pole Position Erwan Bastian im Audi R8 zurückerobert. Und aber auch schon wieder verloren. Also, man nutzt jetzt hier die Zeit. Mirage Racing, Alpine A110 GT4, Matteo Errori und Vincent Pertois. Das ist jetzt die Mannschaft, die mit 1,49,6 den Ton angibt an der Spitze in diesem 2. Qualifying der GT4 European Series. Und herrlich diese Bilder, dieses Räubern, aber auch vielleicht das Beschädigen der Einheitsreifen aus dem Hause Pirelli. Ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen Überraschung, aber die Karten sind für 2022 natürlich neu gemischt. Und da sehen wir dann nochmal LR Pargit Racing One, den 5er Aston Martin auf der gesamt 6. Position. Im Moment ist er zurückgefallen. Eine Runde hat er noch. Nabours für den deutschen Rennstall in Nähe des Nürburgrings vielleicht sich in die 2. Reihe zu schieben oder vielleicht nach vorne. Aber die Alpine mit 1,49,6 und wenn ich die Sektorzeiten hier mal aufblätter, da ist momentan kein schnellerer unterwegs und damit ist auch das Qualifying Nummer 2 beendet. Ich sage mal vorsichtig, geht runter an die Mirage-Mannschaft. Glückwunsch für die Pole Position mit 1,49,6 mit der Alpine Albon Laurent und Frédéric de Brabant. Das eben halt die Piloten im Schwesterauto, aber Vincent Pertois, Matteo Herro sind die Pole-Setter, die Trainingsschnellsten. Für Mike David Ortmann, die Pro-Sport-Mannschaft, bleibt dann die 4. Position. Und dann haben wir Alpine und dann haben wir auf den Plätzen 3, 4, 5 und 6 jeweils Aston Martins stehen, die ganz stark hier diese Marke vertreten ist. Aus deutscher Sicht, ja, auch ein junger Nachwuchspilot, nämlich mit der 44. Ist es Allied Racing, ist es Moritz Wiskirchen. Jörg Wiskirchen, sein Vater, auch lange, lange oben auf der Nürburgring Nordschleife unterwegs. Moritz Wiskirchen auf der gesamt 20. Position, 1,50,9. Ist das junge Nachwuchstalent ja, im Moment gefahren. Aber dieses Feld ist knallhart, aber auch mit Neulingen besetzt. Und die Zeiten zwischen 1,59 und 1,52, da reden wir einen Unterschied in dem Starterfeld von 3 bis 3,2 Sekunden. Das ist schon jede Menge Holz. Aber wie gesagt, ich glaube, die Prämisse, so würde ich es mal so ein bisschen deuten, war,
erstmal auf Imola auf der Rennstrecke bleiben und mal gar nichts kaputt machen. Aber wenn man um die Meisterschaft fährt, dann muss man garantiert, nämlich im Rennen 1, das um 17.25 Uhr gestartet wird, alles geben. Zögern kann man bei der GT4 überhaupt nicht. Zögern kann man auch nicht, denn es um 14.15 Uhr geht es dann hier im Livestream weiter, während wir wieder einen Reifenschaden hinten rechts haben. Einer auch wieder ein AMG. Das ist die 81 gewesen. Eric Dubois, Simon Grosjean. Eric Dubois, der Pilot, hinten rechts der Reifenschaden. Das ist, wenn man zu hart über die Curbs fährt. Die sind auch teilweise spitz und gerade oben Aqua Minerale. Da fährt man nämlich mit dem rechten Hinterrad über diese Curbs. Das haben wir jetzt auch heute Morgen schon gesehen. Hier sehen wir es wieder. Für uns geht es dann weiter um 14.05 Uhr mit der Fanatec GT World Challenge powered by ABS, nämlich mit dem Pre-Qualifying. Und hier sehen wir dann nochmal das Gesamtklassement. Man sieht zumindest bei den ersten 10, da ist man dann 3/400 auseinander. Dann wird es aber schon mit 1,2 bis 1,5 Zehntel auseinander. Aber man sagt auch und man sieht, das Feld ist wirklich dicht beisammen. Und Qualifying ist eine Nummer und Rennen ist eine Nummer. Da werden wir heute Nachmittag dann zum ersten Rennen um 17.25 Uhr das erste Rennen der GT4 European Series hier live erleben im deutschen Livestream. Und wie gesagt, um 14.05 Uhr geht es dann weiter mit der Fanatec GT World Challenge powered by ABS mit dem Pre-Qualifying von 1 Stunde und 30. Würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen. Und bis dahin sage ich bye-bye, tschüss, guten Hunger zur Mittagspause, während wir jetzt hier nochmal ein bisschen die Highlights sehen dieser ersten Session, des ersten Qualifying 2022. Ja, mit dem Rausdrehen, mit der kalten Hinterachse, Aqua Minerale, dieses Rumpeln über die Curbs, was teilweise dann auch, wir haben es gesehen, auch die Reifen, die Pirelli-Reifen beschädigt. Alpine überrascht. Beltoir an der zweiten Stelle. Ivan Jacoma in dem Porsche Cayman, der 718. Und da ist dieses Rumpeln. Ja, man muss es machen. Man muss es irgendwie machen. Jim Pla, Jean-Luc Fortier mit dem 87er AMG GT4. Da sehen wir den Reifenschaden nochmal mit dem 15er. Und das Bild, glaube ich, des Qualifying mit der Startnummer 8. Das fast Umkippen von Corandran und Etienne Celi mit der Toyota GR Supra GT4. Herrliche Bilder, die uns da SRO Television liefert. Wir dürfen gespannt sein auf das Rennen heute Nachmittag der GT4. Ich sage, freue mich um 14.05 Uhr, anderthalb Stunde Fanatec GT World Challenge, powered by ABS, mit dem Pre-Qualifying mit 52 Autos, Rekordstarterfeld. Da nochmal dieser schlimme Unfall, aber Gott sei Dank dem Fahrer, dem Pilot nichts passiert. Dann das Abbrechen der roten Flagge, das Warten, dann wieder rausfahren. Wobei Ivan Jacoma mit dem 87 nochmal probiert hat, irgendwas zu machen. Also, bis um 14.05 Uhr. Ciao.